bin ja mittlerweile schon eine Weile selbstständig und habe so das ein oder andere Tool, was mir meinen Arbeitsalltag regelmäßig richtig gut erleichtert. Und es ist ja oft so, dass da draußen irgendwie tausend Tools rumschwirren und jedes Tool macht irgendwie Marketing und sagt einem, hey, du brauchst mich, hey, mit mir ist dein Business tausendmal einfacher, hey, mit mir sortierst du alles, mit mir hast du nie wieder das Problem XY. Ich glaube, wir kennen das alle. Und ich habe mir aber gedacht, dass ich in diesem Video mit dir mal teilen möchte, welche, nicht unbedingt welche Tools ich jetzt schon nutze, weil dazu habe ich, glaube ich, schon mal ein Video gemacht und ich zeige dir auch gleich, dass du dazu viel auf meiner Website findest. Aber welche Tools ich wirklich im neuen Jahr, also in 2023, entweder mal ausprobieren möchte oder auf jeden Fall in mein Business, in meine Selbstständigkeit integrieren möchte. Ich finde, einige Tools davon hat man im ersten Moment nicht unbedingt auf dem Schirm, obwohl die echt coole Sachen machen können. Deswegen vielleicht bist du in diesem Video mal ein bisschen neugierig, guckst dir mal an, was ich da so für Tools entdeckt habe, wofür ich die auch plane zu nutzen. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal auf meinen Laptop, damit ich hier gar nicht so ewig, den habe ich hier unten schon stehen, damit ich hier gar nicht so ewig laber, sondern gucken uns das direkt mal an und fangen direkt an. Also ich werde mich jetzt mal irgendwo unten klein in der Ecke einblenden und ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass es einige Tools gibt, die ich schon nutze. Die sind wirklich fester Bestandteil meiner Selbstständigkeit, meines Online-Businesses. Und dazu habe ich tatsächlich auf meiner Website unter Tooltips bzw. Tipps hier oben in der Adresszeile ist es Tool-Tipps. Muss ich mal gucken, ob ich das nochmal auf Tipps ändere. Ich verlinke auf jeden Fall den Link in der Infobox, dann findest du das. Ganz, ganz viele Infos verlinkt, zu was ich alles für Tools wofür nutze. Also schau da super gerne mal vorbei, wenn du das Gefühl hast, hey, ich weiß zu Thema XY nicht, was ich da so verwenden kann, was da so gängige Tools sind. Ich habe da ultra viel auf jeden Fall verlinkt. Das gucken wir uns aber jetzt nicht genauer an. Ich habe die hier alle gerade mal aufgemacht, was so die gängigsten sind, aber das dauert viel zu lang. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit den Tools an, die ich wirklich in diesem Jahr mal neu austesten möchte. Fangen wir mal mit einem Tool an, was du vielleicht schon mal gehört hast, vielleicht aber auch nicht. Wow, sinnvolle Aussage. Ich auf jeden Fall habe dieses Tool schon länger auf dem Schirm, habe schon sehr, sehr viel Gutes darüber gehört und möchte es dieses Jahr unbedingt mal ausprobieren zu nutzen und das ist Zapier. Zapier, so wie ich das verstanden habe, ist quasi so eine Schnittstelle zwischen anderen Tools. Also, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ein neuer Kunde tritt meiner Membership bei. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, hey, Zapier, verbinde jetzt Elopage, meine Verkaufsplattform, worüber der Kunde quasi bucht, mit Circle, das ist quasi meine Membership-Plattform, und füge den neuen Kunden automatisch zu Circle hinzu oder schickt dem automatisch bei Circle irgendwie eine Einladung oder sowas. Also man kann da richtig gut so, wenn das passiert, macht das in einem anderen Tool, Tools miteinander verknüpfen. Das kostet ein bisschen was, das ist jetzt nicht super günstig, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele, die so ein Online-Business haben und es ein bisschen größer wird und skalieren und so weiter, das nutzen, um ganz, ganz viel zu automatisieren, was sie sonst alles händisch machen müssten, was halt super viel Zeit in Anspruch nimmt. Daher ist der Preis, glaube ich, sehr gerechtfertigt, wenn man sagt, hey, ich spare dadurch sehr, sehr viel Zeit von Dingen, die ich sonst selbst machen müsste oder eine virtuelle Assistenz oder so anstellen müsste. Man kann sich bei Zapier auch direkt hier unter Product App Integrations anzeigen lassen, welche Tools die alle haben. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel Elopage eingebe, dann sehe ich hier, wow, das funktioniert alles und könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte Elopage mit Circle verbinden, was meine Plattform ist. Und jetzt zeigt der mir hier automatisch an, hey, es kommt ein Payment rein. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, Zapier soll jetzt automatisch mit dieser Zahlung die Aktion ausführen, dass ein Member zu so einem Space hinzugefügt wird in meinem Forum oder zu einer Gruppe. Also man kann da einen Kommentar, man kann da super viel machen, was super, super cool ist und das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da, das will ich eigentlich schon super lange machen, aber ich habe immer das Gefühl, das ist bestimmt aufwendig, das alles im ersten Schritt mal aufzusetzen, aber ich muss das jetzt diesen Monat mal angehen. Ich glaube, wenn man das über Elopage machen will, dann braucht man dafür aber den Elopage-Plan, der irgendwie 99 € im Monat kostet. Also ich habe momentan den, der glaube ich irgendwie so 49, 59 kostet und ich glaube, damit kann man Zapier noch nicht verbinden, dann muss ich einmal aufstocken, aber das ist mir jetzt dann irgendwie wert, langfristig gesehen. Wer einen meiner letzten Vlogs gesehen hat, der wird das vielleicht schon mal gehört haben, das nächste Tool. Was ich auch mal ausprobieren möchte, ist das Tool Typeform. Ich möchte in diesem Jahr wirklich meine Kundentestimonials ausbauen, das heißt Kundenbewertung viel mehr in den Vordergrund stellen und auch mehr Kundenumfragen machen, damit ich so ein bisschen herausfinden kann, was kann ich noch besser machen, wo kann ich meine Kunden noch besser abholen, wie kann ich meinen Kunden wirklich bestmöglich helfen. Und dafür soll das ein sehr, sehr cooles Tool sein, weil
keine Ahnung, also wenn man jetzt so eine Umfrage mit Google Drive macht, ist das halt ultra hässlich und null anspruchsvoll oder ansprechend. Und hier kann man so viel mitmachen. Also ich finde, das sieht richtig nice aus, was man da irgendwie Forms, Surveys, Quizzes, man kann da irgendwie alles mitmachen. Und da habe ich gerade schon diese Testphase, wo ich mich mal so ein bisschen durchteste. Aber muss ich mal gucken, ob ich das langfristig nutze, weil das auch nicht ganz günstig ist. Aber ich glaube, dieses Jahr wird so ein Jahr, wo ich mal so ein bisschen noch investiere in das, was wirklich Sinn macht und auch mir wirklich Arbeit erspart oder einfach so das Gesamtbild schöner und besser für meinen Kunden macht. Dann gibt es noch das Tool Loom. Das habe ich ab und zu schon mal benutzt in der kostenlosen Variante. Habe bisher noch nicht auf Premium geupgradet. Weiß auch nicht, ob ich das jetzt in nächster Zeit machen werde. Aber ich wollte es euch vorstellen, weil das super cool eigentlich ist. Und zwar kannst du mit Loom eine Bildschirmaufnahme machen von deinem Laptop und Loom zeichnet aber gleichzeitig mit deiner Laptop-Kamera dich auf. Das heißt, wie man das hier zum Beispiel sieht, kann man dann selbst unten in der Ecke als kleiner Circle erscheinen und da sieht trotzdem die Bildschirmaufnahme, was super geil ist, wenn man zum Beispiel mal so eine aufgezeichnete Masterclass machen will mit einer Präsentation oder auch seinen Online-Kurs darüber filmen möchte. Also, oder zum Beispiel könnte ich auch sagen, hey, ich möchte mal kurz einem Kunden, der mich irgendwas gefragt hat, eine Erklärung schicken, so: Oh Isabel, wie hast du eigentlich das und das in deinem Newsletter-Tool gemacht? Dann könnte ich das mal kurz filmen und sagen, hey, guck mal, so genau habe ich das gemacht. Und der Kunde sieht nicht nur den Bildschirm, sondern sieht auch mich. Und das macht das Ganze ein bisschen persönlicher, finde ich super cool. Ein Tool, was mir mein Freund mal gezeigt hat, weil die das bei sich im Unternehmen irgendwie mal genutzt haben, ist das Tool Mentimeter. Das soll ganz cool sein für so Live-Talks, weil du da direkt irgendwie deine Leute mit einbinden kannst und die dann irgendwie direkt an Umfragen teilnehmen können. Oder du kannst dann zum Beispiel in deiner Präsentation, die du gerade für Kunden hältst, sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich halte meinen Redaktionsplan, den ich mir Anfang des Monats schreibe, selten wirklich bis zum Ende ein. Stimmt doch mal kurz ab, wie es bei euch aussieht. Und dann können die Leute damit quasi in Realtime wirklich interagieren und du kannst direkt in deiner Präsentation, in deinem Vortrag auf die Ergebnisse eingehen und das macht das Ganze so sehr interaktiv oder die Leute können auch, glaube ich, irgendwie so einzelne Buzzwords zu bestimmten Themen oder Ideen irgendwie einfügen und das klingt sehr, sehr cool. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das einsetzen könnte, wo und wo, wozu, aber ich finde es super cool. Also ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie vielleicht in meiner Membership im Projekt, was wenn es klappt oder so, mal einschleusen kann, muss mir das alles nochmal genauer angucken und habe da jetzt auch noch nicht super viel zu gelesen. Aber anscheinend ist das ganz cool, um das alles so ein bisschen, und ich glaube, das ist auch so ein krasses Tool, womit man sich extrem abheben kann und sich halt von den ganzen anderen, die irgendwie so ihre Standardpräsentation machen, abheben kann. Ein Tool, mit dem ich schon mal so ein bisschen gearbeitet habe, aber das jetzt noch nicht mega im Umfang gemacht habe, was sich aber, glaube ich, vor allem für 1:1 Zusammenarbeiten mit Kunden richtig gut eignet, ist Miro. Da kannst du virtuell quasi so ein Board anlegen, wo du ganz viele Post-its irgendwie teilen kannst und Workflows erstellen kannst, Notizen und du kannst das zum Beispiel super in einem Zoom-Gespräch, was du mit einem Kunden hast, wenn du zum Beispiel One-on-One-Coaching machst, aufhaben und ihr könnt da zusammen dran basteln und direkt konkrete Steps runterschreiben, die Ideen da alle sammeln. Wenn ihr zum Beispiel so ein 6-Wochen-Programm zusammen habt und euch einmal die Woche trefft, dann kann man da wirklich immer wieder reingucken und sagen, so, das war der letzte Stand, lasst uns jetzt mal daran basteln, heute gucken wir uns das an. Und das ist, glaube ich, richtig cool. Ich persönlich struggle da immer so ein bisschen mit, weil ich jemand bin, der so Ideenfindung und sowas offline macht. Also ich brauche da irgendwie mal Zettel und Stift. Aber ich glaube, für jemanden, der sehr, sehr viel am Laptop macht und das auch gut kann und da auch die Ideen fließen und so weiter, ist das richtig cool. Milanote habe ich mal bei irgendeiner YouTuberin gesehen und fand das total cool, weil man sich da so ein bisschen online Vision Board erstellen kann und da auch irgendwie so, wenn man zum Beispiel eine neue Idee hat, erstmal ganz viele Inspirationen reinposten kann oder sich irgendwelche Sachen da reinkopieren kann. Und ich dachte, das wäre zum Beispiel total cool, wenn man mal ein neues Produkt erstellt, dass man damit anfangen kann, weil mir fällt das manchmal ein bisschen schwer, wenn ich so ein neues Webinar oder einen Kurs oder sowas in Notion runterschreibe, weil das einfach so Text ist, so runtergeschrieben. Und ich bin jemand, ich brauche das oft sehr visuell. Und deswegen habe ich gedacht, wenn man da vielleicht so ein bisschen mit Bildern arbeiten kann oder man zum Beispiel hier dann irgendwie Modul 1, Modul 2, Modul 3 mit irgendwelchen Notizen oder Links oder sowas macht, könnte das richtig cool sein. Und ich glaube, das wäre auch cool, wenn man zum Beispiel mit Kunden in Coachings zusammenarbeitet und das zum Beispiel in Zoom aufhat, wenn zum Beispiel man jemand ist, der Branddesign macht oder sowas, dass man da mega viele verschiedene Kombis durchspielen könnte oder sowas. Also ich glaube, das kann man auch auf ganz verschiedene Arten und Weisen irgendwie nutzen. Oder vielleicht macht man für sich da so eine Sammlung an Kundenbewertungen oder Screenshots oder irgendwie Ideen für die Zukunft. Also da fallen mir schon wieder 1000 Sachen ein, wie ich das nutzen könnte.
Nächstes Tool kennt ihr wahrscheinlich, ist Canva. Aber Canva hat neuerdings einen Website-Builder. Also theoretisch kann man sich damit wirklich so eine One-Page-Website bauen und die auch veröffentlichen. Dafür nutze ich Canva nicht, weil ich habe ja meine eigene Website, die irgendwie über WordPress läuft. Aber ich nutze das ultra gern. Das möchte ich auch in Zukunft mehr machen, weil ich meine Website gerade so ein bisschen umbaue und bastel und das ein bisschen informativer machen möchte. Und ich mache das so, dass ich mir darin mein Website-Design vorbastel. Das heißt, quasi schon das gesamte Design wirklich so anpasse, wie ich das irgendwie mache, verschiedene Vorlagen mir da angucke und dann im nächsten Schritt das einfach dann in Themify, das ist der WordPress-Builder, den ich quasi nutze, um meine Website zu bauen, das dann einfach nur noch nachbastel. Weil mir das manchmal so in diesem WordPress-Builder schwerfällt, so direkt von null da irgendwie was zu bauen. Und da finde ich das richtig cool, dass man bei Canva da irgendwie so ein paar Vorlagen und sowas hat. Und ein Tool, was mein Freund mir mal gezeigt hat, was ich auch irgendwie total cool finde, ist Work Adventure. Da überlege ich die ganze Zeit schon, ob ich das irgendwie für meine Membership nutzen kann, für dieses virtuelle Coworking, was wir da immer mal machen. Weil das quasi so ein virtueller Workspace ist und das sieht total cool aus, weil man da dann wirklich so eine Landschaft quasi einstellen kann. Also, da kommen wir jetzt irgendwie so ein Ping-Pong-Table. Ich muss mal gucken, wenn man hier raufklickt, ob man da irgendwie sehen kann. Genau, und da kann man wirklich so virtuelle Offices anlegen und das finde ich irgendwie sau cool, weil das irgendwie nochmal so diesen visuellen Faktor hat. Und ich glaube, das ist wieder so ein Ding, da hebt man sich krass von mit anderen ab. Wie cool wäre das, wenn ich in meiner Membership dann so sagen würde, ja, hier ist Isabels Bürofläche und hier könnt ihr euch alle treffen. Und man kann dann halt wirklich auf einem anderen Platz, der schon besetzt ist, quasi zugehen und dann ploppt so ein Videochat mit der anderen Person auf oder man kann chatten und ich glaube, das ist recht cool, aber das ist auch recht teuer. Deswegen muss ich mal gucken, ob sich das langfristig rentiert mit meiner Membership, wie hoch ich dann quasi die Preise für meine Membership setzen müsste, damit das wirklich irgendwie mit drin wäre. Ich überlege, ob ich das vielleicht so als Premium-Add-on für meine Membership irgendwann mal mache, aber nur mal so als Inspiration für dich. Schreib mir super gerne mal in die Kommentare, ob du die ganzen Tools schon kanntest, welches Tool für dich irgendwie am spannendsten klang und ob du irgendwie überlegst, eins dieser Tools mal zu nutzen. Vielleicht hast du auch noch andere Tools, wo du sagst, hey, die sind auch so ein bisschen unbekannter, die gehen vielleicht in eine ähnliche Richtung. Dann schreib das super gerne mal in die Kommentare, vielleicht können wir da so eine kleine Toolsammlung starten. Ansonsten, wenn du jetzt noch mehr von mir sehen willst, schau dich gerne hier an der Seite noch ein bisschen um oder in der Infobox findest du was. Wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und vielleicht spreche ich ja in den nächsten Vlogs auch mal irgendwie darüber, wie ich das ein oder andere Tool dann mal wirklich teste und berichte euch dann natürlich. Bis dahin erstmal, ciao!